Mein Name ist Björn Fiedler. Ich bin chemischer Ozeanograf hier am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Ich habe ursprünglich Chemie studiert an der Universität und bin dann gewechselt sozusagen von der klassischen Chemie in die Meereswissenschaften und arbeite hier als Chemiker und schaue mir da die Chemie der Ozeane an. Und da interessiere ich mich hauptsächlich für den Austausch von CO2, also Kohlenstoffdioxid, also das, was wir in die Atmosphäre pusten, mit Flugzeugen, Autos und so weiter, landet auch zum großen Teil in den Ozeanen. Und den Austauschprozess von der Atmosphäre in den Ozean und in die andere Richtung, den gucken wir uns genauer an. Das interessiert einen und bewegt einen natürlich schon. Und gerade auch, wenn man über die nächsten Generationen nachdenkt, über die eigenen Kinder und so, will man natürlich irgendwie auch einen ordentlichen Planeten hinterlassen sozusagen. Und um das aber überhaupt erstmal zu verstehen, wo man ansetzen muss, das Wasser ist ja mal mehr oder mal weniger blau. Das hat natürlich nichts mit dem Klimawandel im Ozean zu tun. Man kann ihn aber messen. Und das ist natürlich die Herausforderung in den Meereswissenschaften. Wir gehen nicht mal eben nur ins Labor und untersuchen einen Prozess, sondern wir müssen raus ins Feld, aufs Meer, müssen mit dem Schiff dorthin Proben nehmen oder Geräte zu Wasser lassen, die halt dann die Messungen entweder direkt vor Ort im Ozean während der Expedition durchgeführt werden oder wo man dann Proben mit nach Hause nimmt und im Labor analysiert. Und dann kann man sich halt anschauen, zum Beispiel wird der Ozean saurer, also bindet sich mehr von dem CO2 im Wasser, das kann man alles messen. Und wenn man dann an bestimmten Punkten im Ozean regelmäßig hingeht, über Jahre, das ist natürlich ein langfristiges Vorhaben, und immer wieder auch die gleichen Parameter mit der gleichen Methodik misst, dann kann man die Veränderungen genau aufschlüsseln. Wenn man halt jetzt Chemie studiert hat und auch promoviert hat in der Chemie, dann hat man sich sehr spezialisiert auf einen bestimmten Fachbereich. Und gibt es halt in der Chemie halt viele von meinen Kommilitonen, die sich dann spezialisiert haben auf zum Beispiel organische Chemie oder anorganische Chemie, wo halt viel Stoffe synthetisiert werden in der Pharmaindustrie oder in anderen Bereichen. Und ich bin irgendwann halt dann, habe mich für die Meereswissenschaften interessiert und bin halt dann auch, habe die Gelegenheit gehabt, auf ein Forschungsschiff zu kommen. Und so ist man in die ganze Methodiken, an Art und Weisen, wie halt Forschung betrieben wird, in den Meereswissenschaften so langsam herangekommen und hat immer mehr und mehr dazugelernt. Also es sind schon sehr unterschiedliche Felder in der Disziplin Chemie, würde ich sagen. Wenn man in den Meereswissenschaften arbeiten möchte, wenn man halt also raus auf den Ozean will und sich den Ozean untersuchen will, muss man nicht zwingend promoviert haben und muss man nicht zwingend Chemiker sein, sondern man kann zum Beispiel auch in den Materialwissenschaften, in den Ingenieurwissenschaften, kann man halt tätig sein und kann hier am Geomar einen Job finden. Studium ist gar nicht zwingend. Also wie ich sagte, wir haben natürlich auch im technischen Bereich viele und da wird halt auch viel ausgebildet. Also wir haben halt am Geomar, auch in den Werkstätten, haben wir jedes Jahr immer neue Auszubildende, die da arbeiten, die halt da also dann sehr, sehr viel lernen in ihrer Ausbildungszeit, teilweise auch uns mit begleiten auf Forschungsexpeditionen, wo sie dann auch wirklich mal hands-on, wie man sagt, neudeutsch, an den Geräten arbeiten können und auch die mit zu Wasser lassen können und so weiter. Dann haben wir auch im Laborbereich Auszubildende, die uns halt unterstützen, die ja im Labor ihre Ausbildung machen als chemisch-technischer Assistent, Assistentin. Und solche Bereiche gibt es halt, ja. Wir müssen natürlich viel, um unsere Forschung machen zu können, halt raus auf den Ozean. Und da finden regelmäßig Expeditionen mit großen Forschungsschiffen statt, wo man 4, 5 Wochen halt auf See ist, auf dem Schiff mit einer Gruppe von 20, 30 Wissenschaftlern. Und wo man dann wirklich also drauf hinplant und hinarbeitet und dann die 4, 5 Wochen im Schichtbetrieb, 24 Stunden rund um die Uhr aus der Betrieb arbeitet und möglichst viele Proben und Daten mit nach Hause bringen kann. Das ist natürlich schon eine Herausforderung, gerade mit Familie und mit Kindern, mit kleinen Kindern zu Hause, dass man das immer alles organisiert bekommt.
Aber es ist auch immer noch ein sehr überschaubarer Zeitrahmen oder Zeitraum, in dem man halt dann von zu Hause weg ist. Es ist so, für 4, 5, 6 Wochen ist man dann mal weg und ist dann auch wieder zu Hause. Also das lässt sich alles managen, aber ist trotzdem auch irgendwo eine Herausforderung. In den Kapverden haben wir eine Zusammenarbeit seit über 15 Jahren jetzt mittlerweile. Und seit einigen Jahren haben wir da zusammen mit einem Forschungsinstitut auf den Kapverden ein Zentrum aufgebaut. Das nennt sich das Ocean Science Center Mindelo. Und das Zentrum unterstützt halt viel die Forschungslogistik und die Wissenschaften in der Region. Und als wir das dann 2017 aufgebaut haben oder als es fertiggestellt war, durfte ich halt dann für ein halbes Jahr hin und habe dann also quasi vom Anfang an da mitwirken dürfen und konnte dann auch glücklicherweise die Familie, Frau und Kinder mitnehmen. Und dann haben wir halt ein halbes Jahr da auf dem Kapverden ziemlich spannende Sachen erlebt. So. Ja, klar, natürlich der Klassiker. Weihnachten am Strand, wer macht das nicht hier an der Ostsee? Aber da war es ein bisschen wärmer. Also das war ein anderes Weihnachten, und aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes und einmaliges Weihnachten. Ja.